Seit 10 Jahren ist die Messe Gebäude, Energietechnik, Branchentreffpunkt und Publikumsmagnet für alles rund um Hausbau und Gebäudesanierung. Zum runden Jubiläum wurde in diesem Jahr zum ersten Mal der GETEC Award verliehen. Damit werden Gebäude mit herausragenden energetischen Kennwerten und gelungener Architektur im südbadischen Raum ausgezeichnet. Wie wichtig nachhaltiges Bauen ist, hat bei der Verleihung Umweltminister Franz Untersteller betont. Trotz vieler Herausforderungen, die im Moment die Schlagzeilen bestimmen, also ich nenne internationalen Terrorismus, ich nenne Flüchtlingsproblematik, ich nenne die Themen wie Nationalismus, der sich leider Gott verstärkt ausbreitet, ist es so und wird es so sein, dass der Klimawandel die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts bleiben wird. Als Schirmherr der GETEC hat er heute die Preise überreicht. In den Kategorien Neubau sowie Sanierung und Modernisierung wurden die besten 3 ausgezeichnet. Platz 3 hat bei den Neubauten dieses Mehrfamilienhaus aus Waldshut-Tingen, gebaut von der Bruno Kaiser Immobiliengesellschaft, gewonnen. Platz 2 ist dieses Wohn- und Werkstattgebäude in Öningen am Bodensee. Den ersten Platz belegt die Neuinterpretation eines Schwarzwaldhauses aus Schluchsee-Fischbach. Bei den sanierten oder modernisierten Häusern geht der 3. Platz an ein umgebautes und saniertes Pfarrhaus aus Allersbach. Über den 2. Platz freuen sich die Bauherren dieser Sanierung zum Aktiv Plus Wohnhaus aus Teningen. Fast 375 Jahre alt ist Platz 1. Dieses Schwarzwaldhaus in Simonswald wurde energetisch saniert. Das überzeugte die Jury. Die Gewinner dürfen sich insgesamt über 5.400 Euro Preisgeld sowie Sachpreise freuen.